Hallo, ich bin Carsten Ingemünd. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ich bin mal wieder in die Eifel gefahren, ungefähr in derselben Ecke wie beim letzten Mal. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sehen kann. Da hinten ist der Turm der Burg Vogelsang. Ja, ich habe heute mal wieder vor, eine Runde in der Eifel zu drehen und auch, ich habe den großen Rucksack dabei, auch mal wieder eine Nacht hier in der Eifel zu schlafen. Diesmal habe ich mir den Trekkingplatz Walden ausgesucht. Der liegt ja mehr so Richtung Olef. Ich habe mir hier eine Tour gesucht, die geht von Gemünd nach Olef. Ja, das sind so circa 15 Kilometer. Die soll ganz schön sein und auch einiges an Aussicht bieten. Darum habe ich mich für diese entschieden. Ich bin echt gespannt. Und wenn ihr Lust habt, dann bleibt ihr dran und kommt mit. Recht windig heute. Ja, von hier aus hat man noch mal einen guten Blick auf die Burg Vogelsang. Da vorne ist der Turm und rechts vom Turm, von hier aus gesehen, liegt der Ruhrsee. Und vom Ruhrsee aus bin ich ja letztes Mal zur Burg Vogelsang aufgestiegen. Und da unten geht's jetzt weiter. Na, das ist ja auch mal ein cooles Bauwerk. Wenn ich mir so die Wolken anschaue, dann könnte ich fast meinen, dass heute noch Regen kommt. Jetzt bin ich hier am Kuckucksleih. Das ist ein Aussichtsfelsen bei Olef. Und ja, das ist dann quasi das Ziel meiner heutigen Wanderung. Von hier aus würde der Weg jetzt direkt nach Olef zum Bahnhof gehen. Aber ich werde dann gleich hier irgendwo rechts
in den Wald rein. Und dann werde ich mal gucken, dass ich den Trekkingplatz finde. Jo, ich bin da. Das ist dann jetzt der Trekkingplatz Walden. Der ist aber auch nicht weit weg von einem Wanderweg. Weil der Weg, über den ich gerade gekommen bin, der ist direkt da unten. Also versteckt ist anders. Und es gibt doch Leute, die können es nicht lassen und müssen unbedingt ein Lagerfeuer hier machen, obwohl es ausdrücklich nicht erlaubt ist. Ja, der Platz hier ist auch viel schöner gelegen. Ist auch wirklich mitten im Wald. Hier direkt gegenüber haben sie auch ein paar Kids mit Shelterbau versucht. Ist doch cool. Ja, und da hinten ist wieder das Häuschen. Ja, ist genauso wie am Trekkingplatz Nordstern. So, ich werde jetzt eben was trinken und dann baue ich mal mein Zelt auf. Ja, mein Zelt steht. Kann ich mal anfangen einzurichten. Luftmatratze rein, Schlafsack rein und dann kann von mir aus die Nacht kommen, obwohl es noch ein bisschen früh zum Schlafen. Ja, jetzt habe ich mein Zelt ja schon ein paar Mal aufgebaut. Das neue Zelt. Nur halt noch nicht hier auf so einer Trekkingplattform. Und ja, ist doch wieder ganz schön was anderes, das Zelt auf so eine Plattform zu stellen. Ich meine, es geht. Ist ja dadurch, dass es so eine Art Iglu-Zelt ist, steht es ja von alleine. Bis auf der Vorbau hier. Das war ein bisschen tricky, das Ding aufgespannt zu bekommen. Aber das geht auch. Wenn man will, geht alles. Ja, jetzt blase ich mal die Luftmatratze auf und dann schauen wir mal weiter. Das mache ich am besten hier auf dem Tisch, weil die Plattform, die ist recht dreckig, bevor ich nachher ein Loch in der Matratze habe. Das Kissen, ganz wichtig. So, jetzt gibt es erstmal ein Käffchen.
Also, Prost Käffchen. Carlos, Uwe und alle anderen Kaffeesüchtigen da draußen. Ah. Der tut jetzt gut. Aber heiß ist er. Ja, ich weiß ja nicht, wie gesagt, ob noch jemand kommt oder wer da noch kommt und ob derjenige mit Filmen einverstanden ist oder nicht. Von daher sage ich vielleicht jetzt schon mal für heute schon mal tschüss. Ich werde jetzt gleich die Kamera ausmachen und sollten die Leute, die da noch kommen, kein Problem damit haben, dann kann ich bestimmt heute Abend noch mal was filmen. Ja, ansonsten soll es dann für heute gewesen sein. Und ich nehme euch dann morgen wieder mit zurück auf dem Weg von Olef nach Gemünd zum Bahnhof. Da steht mein Auto. Wie gesagt, um die 4 Kilometer. Also dürfte nicht mehr allzu weit sein von hier aus. Das war's erstmal. Trink noch mal ein Käffchen und warte, ob noch jemand kommt. Weil die Dinger sind ja praktisch, aber für den Becher Kaffee, was da an Müll zusammenkommt. So. Ich wollte es mal ausprobieren. Für 1,50 im Angebot habe ich gesagt, okay. 1,50 ist für eine Tasse Kaffee auch schon recht viel. Wenn man bedenkt, Pfund kostet und wie viele Tassen man daraus kriegt. Aber naja. Ich mache jetzt die Kamera aus und dann werde ich noch ein bisschen lesen. Ja, guten Morgen. Also ich habe gestern dann tatsächlich noch Besuch bekommen, beziehungsweise die den anderen Platz gemietet hatten, die kamen noch. Die haben gestern ordentlichen Mammutmarsch hinter sich. Und naja, die wollten nicht auf die Kamera. Von daher bin jetzt gerade losgelaufen. Kann ich euch natürlich jetzt auch nichts vom Abbauen und vom Frühstücken zeigen, sage ich jetzt mal so. Ja, also laut Navi, ich lasse mich jetzt direkt zu meinem Auto navigieren. Sind es nur 3 Kilometer oder so, also das ist ja nicht viel. Ja, ich gehe jetzt erstmal wieder so, wie ich gestern gekommen bin, zurück nach Olef und dann bin ich mal gespannt, was das Navi sich ausgedacht hat, wie es mich zu meinem Auto lotst. Ja, der Rückweg war recht unspektakulär. Bin jetzt am Auto wieder zurück, am alten Bahnhof in Gemünd. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.